Gut. Meine Damen und Herren, wir wollen uns jetzt noch mal die Realität ansehen. Das heißt, wir haben gleich eine ganz große Runde von kommunalen Vertretern, von Vertreterinnen und Vertretern aus Einrichtungen. Wir haben die Landes- oder Länderebene dabei und natürlich werfen wir noch mal den Blick aufs Ganze. Die Situation in den Kommunen, die Situation im Quartier, dieses Viertel hier ist ja auch, sagen wir mal, bekannt, hat einen gewissen Ruf, was dieses Thema anbelangt. Und die Bezirksamtsleiterin von Altona, das ist dieser Bezirk, für die Auswärtigen, das ist die Bezirksbürgermeister. Dr. Liane Melzer lässt es sich nicht nehmen, uns anzusprechen. Bitte schön, Frau Dr. Melzer. Sehr geehrte Damen und Herren, in der Tat möchte ich Sie als Bezirksamtsleiterin von Altona hier noch einmal begrüßen. Sie hatten heute Morgen ja eine ganze Reihe von Begrüßungen, aber ich wollte Sie hier in diesem, wie ich finde, schönsten Bezirk in Hamburg begrüßen. Ich fand den Vortrag von Herrn Professor Haukarp hochinteressant. Sie greifen mit Ihrem Kongress ein Thema auf, das in den Kommunen zumindest nach wie vor kontrovers diskutiert wird. Wie groß das Interesse an diesem Thema ist, zeigt mir der gefüllte Saal. Die Bezirksversammlung Altona hat im letzten Jahr über neue Wege in der Drogenpolitik diskutiert und ihre Offenheit für wissenschaftlich begleitete Modellprojekte signalisiert. Aus dem Grund habe ich voller Interesse Herrn Professor Haukarp zugehört, dass in Köln offensichtlich so ein Modellprojekt entweder schon vorhanden ist oder noch im Entstehen ist. Ich wäre interessiert, von Modellprojekten aus anderen Städten und Kommunen zu hören. Ich bin sehr gespannt auf die Ergebnisse Ihres Kongresses und wünsche diesem Kongress ganz viel Erfolg. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Dr. Melzer.